Alter, alles gut. Alter Felser. Ja. Schön. Das mal wieder auch machen. Gott sei Dank habe ich im Frühjahr zahle ich Bescheid gesagt. Ne? So, und das ist halt der Mutzbraten. Da erzähle ich mal ein bisschen was drüber. Im Internet recherchiert. Muss in Thüringen der Renner sein. Aber in Grillversion. Ich denke aber, das Urrezept, und das machen wir hier, war anders. Und zwar war ein Rauchfleisch. Auf jeden Fall heiß geräuchert. Das geben die Gegebenheiten schon her. Wenn man sich das Rezept betrachtet, nur Salz, Majoran, das muss dann irgendjemand. Majoran ist übrigens das zweitmeiste Kraut, was in Deutschland angebaut wird. Ne? Weiß nicht, wer es ist. Das erste ist Petersilie. So, ja, und das Ganze natürlich. Warum wird das speziell, tun die das Grillen mit Birkenholz? Ne? Übrigens, danke, ne? Ja, bitte, extra gesät mitgebracht, damit wir das authentisch machen. Also das spricht eigentlich alles für Rauchfleisch, ne? Heiß geräuchert, so wie es aussieht. Genauso wie Sauerkraut dazu. Gelacktes, geräuchertes Fleisch, da gehört meistens Sauerkraut dazu. Also das passt, ne? Das war wahrscheinlich ursprünglich mal auf jeden Fall in so entstanden, ne? In Thüringen. Und in Thüringen, im Thüringer Wald, gibt es halt Bereiche, wo auch viel Birkenholz gibt. Ja, wie bei uns Buche. Ja, wir räuchern gerne Buche. Bei uns hier in der Pfalz viel Buche. Ja, ist alles übrigens Buche, Birke, Eiche. Die sind drei Baumarten, sind miteinander verwandt. Birke ist sehr mild im Raucharoma und süßlich. Ne? Bin ich sehr drauf gespannt. Habe ich eigentlich noch nie probiert. Ja. Und irgendeine schlaue Thüringe oder Sachse, also im Sachsen ist es auch weit verbreitet, ist auf Majoran gekommen. Ne? Das ist eigentlich, wie gesagt, ein Waschkraut. Ja, wir testen es, wir probieren es aus. Und ja, und haben die Frau hat ein schönes Zwiebelbrot dazu gemacht. Ja, also haben wir auch selbst gemacht. Und wir brauchen dazu hier Butterschmalz. Und alles gut, natürlich die Thüringe, ach Thüringe, sag ich. Ostdeutscher Senf. Kriege ich nichts so viel für die Werbung. Muss man immer wieder betonen. Ne? Habe ich Käfer alle das. Ja, und dann komme ich wieder an so viel Bock. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich weiß nicht. Nee, ich bin immer jetzt gespannt aufs Ergebnis. Ja? Also habe ich doch gut recherchiert. Ja, habe ich gut sagen. Gemacht. Also wie der Sherlock Holmes. Ach, der Sherlock Holmes von der Pfalz bin ich. Ja. So ist das jetzt. Und da dringend war er drauf, ne? Aber wenn ich ein Sherlock bin, dann bist du der Dr. Watson. Der Watson. Ja. Dr. Watson. Warte, Kick. Aber in der Pfalz, bevor wir anfangen zu basteln oder schon Spaß, trinken wir natürlich, oder? Ist doch logisch. Gehört dazu. Und was ist es, Dr. Watson? Bärenschnaps. Der Bärenfang. Ja? Sind wir noch weiter in den Osten gezogen im Schnaps, aber auf den Mutzbraten. Zum Wohl. Oh, bleibt kein gesund, klappt es. Das ist so Honig. Honig-Schnaps, ne? Herrlich. Merlin los, die ich sage. Ja, wir starten jetzt mal Play. So, ein faustgroßer Stiege, war das geschnitt? Dass es nicht zu trocken wird, ne? So, geschnitten und dann tun wir hier mit Pökelsalz, nicht mit Normalsalz, Pökelsalz. So, Majoran. Was tun wir jetzt noch nicht? Was wir jetzt noch dabei machen, ist Butterschmalz. Und das machen wir auch, das ist jetzt so eine Idee von mir. Das wird einmal gern gemacht, damit das Fleisch saftig bleibt. Ne? Aber das gehört auch dazu. Und das werden auch später sie beim Smoke brutal.
ich würde sagen, mach die Spieße und ich mach das Feuer an. Alles klar. So, das war der letzte. Los, lass mich mal gucken da. Naja, ne, sieht gut aus. Ja. Hast du gut gemacht? Oder hast du das doch gegoogelt? Ne, ich habe nicht gegoogelt. Ja? Das ist perfekt, er hat es perfekt gemacht. Ne? Ah ja, gut, ja. Der Doktor, ne? Dr. Watson. Dr. Watson, genau. Ja, wir hängen es jetzt in. Nehmen wir gleich los, schon dauert so lange, ne? Ja. Urversion, was ich hier mache. Ja, das ist halt das Zentronärmutsch. Das war mal fast klar, das wäre auch schon. Naja, die waren gut mit dem Butterschmalz noch eingefettet. Ja. Und da waren die unsere Rutsche. Aber ich denke, ja, steht gut, gut. So, mach zu. Ja. Gut. Und los geht's. Stunden rum, wir gucken mal rein. Conny. Oh, das sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Gut. Also, ich mache mal auf. 2 Stunden sind rum. Und boah, ein bisschen Nebelchen. Und jetzt so der Conny in Benzel. Der macht schon 3 Bier drin. Von oben. Aber es läuft sowieso. So wie das aussieht. Mhm. Gut aus, ne? Ja, sieht sehr. Also wirklich lecker. Ja, guck mal, wie die Butter runterläuft. Guck mal. Guck mal. Los! Alter, jetzt brauchen wir hier schon ein bisschen Brühe. Oh, herrlich. Ah, oh, das stimmt. Das gibt Geschmack. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Reicht das? Oh Gott. Oh, die Spieße. So, die holen wir jetzt und dann legen wir los. Ne? So, unser Mutzbraten, ne? Schnell geräuchert, heiß geräuchert. Wie zart das ist. Brutal, ne? Das ist wirklich. Und so muss eigentlich der Mutzbraten sein. Auch, ne? Sauerkraut. Senf. Brutal. Hammer. Richtig gut. Das erste Mal, wo ich das mache. Und ich muss euch eins sagen. Genau so muss er sein. 100% muss er genau so sein. Und wir haben dort dazu ein schönes Zwiebelbrot gemacht. Herrlich. Herrlich. Ich liebe das. Conny, was sagst du dazu? Ja, ich habe noch nicht probiert, aber das werde ich jetzt mal machen. Mutzbraten. Thüringer Mutzbraten. Also ich muss sagen, ich wusste ja vorher nicht, was das ist. Ich auch nicht. Und ich kann nur sagen, es ist hervorragend gelungen. Schmeckt hervorragend. Und ich würde jetzt sagen, guten Appetit. Recht vielen Dank für die Einladung. Ja, war langfristig geplant. Also gestern habe ich schon angerufen. Hopp. Die Pelzer haben jetzt Mutzbraten probiert und absolut für saugeil befunden. Und wir genießen das jetzt. Bleiben gesund. Hallen euch. Bis demnächst. Jetzt gibt es wieder richtig geile Videos, geile Rezepte. Bleiben gut. Bis dann.